Corona, liebe Lieben. Ja, da bin ich wieder vorweg. Ich muss mich entschuldigen. Die Bohren drüben. Ich hatte ja gesagt, die nächsten 2 Monate noch. Also, wenn es zu doll wird, breche ich ab. Aber ansonsten, ja, müssen wir darüber hinwegsehen. Ich hatte eine sehr, sehr ereignisreiche Woche. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel Geld verdient. Aber ich war auf 2 Charity-Veranstaltungen, die mir beide sehr, sehr am Herzen liegen. Die eine hatte ich euch ja vorher noch angekündigt, war Kicken mit Herz. Das war ganz toll. Und wie immer schien die Sonne an diesem Tag auf Hamburg herab und wir haben eine Rekordsumme von 212.000 Euro für die UKE-Herzstation zusammenbekommen. Ich habe wie immer Lose verkauft. Alle anderen haben Fußball gespielt. Es war ganz toll und ich bedanke mich bei allen Hamburgern und auch allen, die irgendwie von außerhalb zugereist. Ich habe eine Frau, die kam zu mir und sagte, ich bin extra 500 Kilometer gefahren, um hier dabei zu sein. Fand ich ganz toll. Und eine andere Sache, die habe ich zum ersten Mal gemacht und ich glaube auch nicht, dass es so nochmal stattfinden wird. Es war eine Veranstaltung von Laughing Hearts. Das ist eine Organisation, die sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die im Heim leben, in Wohngruppen, in einfach auch Unterstützung brauchen. Ich glaube, sie kümmern sich auch um junge Mütter, die in Mutter-Kind-Einrichtungen leben. Und gemeinsam mit Cosmea hatten sie einen Nachmittag veranstaltet, an dem ich 2, 3 Sachen sagen konnte. Und das hat mich sehr berührt. Es waren ganz tolle Mädchen dabei, sehr jung. Es hat sich viel getan und darüber war ich sehr glücklich, denn als ich meine Zeit im Heim hatte, war das alles noch nicht so toll organisiert und vor allen Dingen auch ging diese Jugendhilfe nur bis zum 18. Lebensjahr und ab dem 18. Lebensjahr war dann jeder auf sich alleine gestellt. Und ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt und vielleicht wisst, dass man jetzt mit Punkt 18 an seinem Geburtstag nicht unbedingt schon weiß, wo die Reise hingehen soll. Also da hat sich viel getan auf dem Sektor und das hat mich ganz doll berührt. Und in dem Zusammenhang wollte ich mich auch mal bei 2 Leuten bedanken. Und zwar bei Antje und bei Torben. Das sind nämlich 2 Menschen, die ich, und da sieht man mal, wie toll eigentlich Social Media sein kann. Torben habe ich, glaube ich, vor 5 Jahren oder so mal über Instagram, wir haben uns ja nicht kennengelernt. Er hat immer so kommentiert und war eigentlich immer anderer Meinung als ich. Das war sehr witzig. Aber immer sehr höflich, sehr witzig, sehr freundlich einfach und eben auch sehr intelligent. Und ich glaube, über die Jahre hat sich dann so eine Freundschaft irgendwie entwickelt und der hatte mich besucht bei Kicken mit Herz und Antje wiederum Antje hat mir in den letzten Monaten so viel Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auch sie habe ich über eher YouTube kennengelernt und das ist ein so fröhlicher und freundlicher Mensch und sie hat mir die Freude gemacht und hat mich eben besucht in Berlin bei der Laughing Hearts Veranstaltung und deshalb wollte ich nochmal sagen, erinnert mich bitte daran, wenn ich mich das nächste Mal über irgendeinen Leser oder Zuschauer oder Kommentator ärgere, der mir blöd gekommen ist, dann erinnert mich an die beiden, denn die wiegen schon einige negative Leute wieder auf. So, genug gelabert. Vielleicht sollte ich mal so anfangen, so ein Timestamp zu machen, ab wann ich tatsächlich damit anfange, über das Video zu sprechen und nicht über mein Privatleben. Also, Mädels, es ist Sonntag. Der Sommer ist leider vorbei. Ich habe auch schon wieder einen dicken Pullover an. Aber es ist Sonntag. Ich hoffe, ihr habt euren Tee ready und euren Kaffee, denn es ist Mina-Time. Let's go. Ich freue mich sehr über diese Kategorie. Es hat mir so viel Spaß gemacht, diese Kategorie zu recherchieren, nämlich ich teste Viral Korean Skincare Products, also alles, was in Korea auf Platz 1 der Bestselling-Produkte ist, auf Platz 2 der Bestselling-Produkte, was in diesem Jahr einfach, habt ihr gehört, da fangen sie an zu bohren, wahnsinnig gekauft wurde oder was auch ganz, ganz berühmt auf TikTok ist. TikTok Made Me Buy It ist auch einer meiner absoluten Chaos-Rubriken. Das darf ich mir nicht angucken, weil da am Ende kaufe ich immer 20 Sachen. Ich muss aber sagen, von diesen 5 oder 6 Sachen, die ich getestet habe, ist eine so große Ausbeute von fantastischen Produkten. Also es hat schon was zu bedeuten, wenn Sachen viral gehen. Das ist nicht nur, weil es ein nettes Packaging hat, sondern häufig tatsächlich steckt auch was dahinter. Und allen voran möchte ich mit etwas anfangen, was ganz witzig ist, denn die Kirsten hatte mir das geschickt. Das ist auch eine, die immer sehr aktiv meinem Aufruf folgt. Doch bitte Vorschläge zu machen und falls ihr was seht, was ich mal testen soll, mir das einfach zu schicken. Und die hatte mir etwas geschickt und ich hatte mir das gerade bestellt. Und zwar ist das von Medipeel Collagen Thread Neck Cream. Das sieht so aus. Ein sehr, sehr interessantes Produkt. Ich bin ja immer nie so einer, der so einen Swatch macht, weil ich immer denke, was seht ihr an dem Swatch? Ob es dünn oder dickflüssig ist, sage ich euch dann. Aber das hat hier
eine wirklich sehr, sehr interessante Konsistenz. Es ist fast so ein bisschen wie flüssiges Uhu, ne? Also, das macht so, und das ist ein bisschen schwierig, sag ich mal, das aufzutragen, ohne dass das große Sauerei im Bart macht. Aber ist das eine tolle Creme? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich benutze sie mittlerweile fürs Gesicht und für den Nacken. Ich war sehr, oder für den Nacken, für den Hals. Ich war sehr, sehr glücklich, dass es überhaupt mal ein Produkt gibt, was für den Hals, weil ich so oft schon gehört habe, hey, Jasmina, ich habe so viele Falten hier und trockene Haut und so, hast du nicht irgendwas, was preiswert ist? Weil du willst ja auch keine Gesichtscreme nehmen, da brauchst du ja das Doppelte für den Hals und gerade auch fürs Dekolleté, hast du nicht was, was du mir da vorstellen kannst? Und ich hatte bisher nicht. Das ist jetzt etwas. Also, was macht diese Creme so besonders und so spektakulär für mich, die eine sehr, sehr trockene Haut hat? Kollagen tatsächlich von außen zugeführt, ist das Molekül an sich viel zu groß, um die Hautfläche, um die Hautbarriere zu durchdringen, wenn du das Kollagen in seiner ursprünglichen Form lässt. Aber auf der Haut hat es tatsächlich einen kurzzeitigen Effekt, aber einen sehr großen Effekt. Es schenkt nämlich sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Es macht die Haut elastischer. Es gibt dir diesen Soforteffekt. Hier haben wir aber tatsächlich ein hydrolysiertes Kollagen. Das heißt, das sind Kollagenfragmente, Peptide. Peptide sind Fragmente des großen Moleküls und Peptide sind Aminosäuren. So. Und in dem Moment, wo du das sehr, sehr, sehr viel verkleinert hast, ist es sehr viel einfacher von der Haut aufzunehmen. Es durchdringt auch eher die Hautschutzbarriere und gelangt tatsächlich dahin, wo es einen Effekt macht. Kollagen schenkt dir kein Kollagen, aber Kollagen von außen hinzugeführt, regt deine Kollagenneusynthese an. Es sendet ein Signal in deinem Körper, neues Kollagen zu produzieren. Wir haben hier noch Palmitoylphenpeptid 5, auch besser bekannt als Palmitoyltripeptide 5. Und das ist ein sehr interessanter Inhaltsstoff. Ist ein synthetisches Peptid, bestehend aus drei Aminosäuren, die an eine Fettsäure gebunden sind. Die wichtigste Eigenschaft, also neben der Tatsache, dass es auch sehr, sehr, sehr viel Feuchtigkeit spendet, ist, dass auch das die Kollagensynthese oder Neusynthese unglaublich stimuliert. Und das in Verbindung eben mit dem Kollagen, was du auch zuführst, ist exakt das, was du möchtest, um diese pralle, frische Haut, um diese elastische Haut wieder zu haben. Ich habe euch das ja letztes Mal erzählt, dass das Kollagen ab dem 25. Lebensjahr leider signifikant sinkt, jedes Jahr ein bisschen weniger und du musst von außen, also entweder oral, das habe ich in Nahrungsergänzungsmittel euch erklärt, oder eben mit Cremes versuche, wo du kannst, eben diese Kollagen-Neusynthese zu unterstützen. Wir haben hier aber auch noch Centella Asiatica vereint. Das ist ja immer sehr gerne genommen bei den Asiaten. Das ist Tigergras, sehr wundheilungsfördernd, antimikrob, antibakteriell, feuchtigkeitsspendend, aber auch noch sehr hautstraffend. Und wir haben noch Aloe Vera. Aloe Vera schenkt auch nochmal ganz viel Feuchtigkeit, repariert die Hautschutzbarriere, ist auch nochmal antibakteriell und antimikrob, entzündungshemmend, immer nicht vergessen, es gibt so viele versteckte Entzündungen in unserem Körper, von denen wir gar nichts wissen, Silent Inflammation, und da ist es wirklich sehr wichtig, dass wir, wie gesagt, auch oral, das habe ich letztes Mal gesagt, unseren Körper unterstützen, eine ständige Entzündung in einem Körper ist langfristig einfach nicht optimal, hatte ich euch beim Nahrungsergänzungsmittel erklärt. Aber auch Cremes, die eben wundheilungsfördernd und antimikrob und antibakteriell sind, sind ganz, ganz toll. Es ist eine super Creme. Ich finde, du bekommst ganz viel. Es sind 100 Milliliter in dieser Tube vereint. Wenn ich am nächsten Morgen aufwache, ist es ist natürlich nur eine Creme für nachts, ne, oder für abends. Ich würde auch zusehen, dass ich meine Haare hochtüdel, falls ihr lange Haare habt, dass das wirklich schön einsinken kann, bevor ihr irgendwie ins Bett geht. Ich weiß nicht, wann ihr eure Nachtroutine beginnt, aber ich versuche wirklich schon so um 8 oder 8:30 mich abzuschminken und alles aufzutragen, damit das schon ein paar 2-3 Stunden Zeit hat, bevor ich ins Bett gehe, wirklich einzusinken. Es ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Vielen Dank, Kerstin. Ich hatte es mir ja schon besorgt, aber vielen Dank, Kirsten. Also, kommen wir zum nächsten. Das nächste Produkt ist witzig, das ist nämlich ein Dupe und normalerweise stelle ich ja Dupes vor, also einen preiswerten Dupe für ein sehr hochpreisiges anderes Produkt. In dem Fall ist es eher ein Produkt, ich blende euch das einmal noch kurz ein. Es ist von COSRX Advanced Nail Mucins Essence, eine relativ große Flasche, die sich sehr, sehr großer Beliebtheit seit Jahren schon erfreut, aber womit einige Leute ein Problem haben, denn die Basis ist Snail, also Schneckenschleim, und damit tun sich einige schwer.
Der Tatsache hat Mixtoon Rechnung getragen und ein Produkt herausgebracht, was meines Erachtens dieselben Effekte hat wie das Schneckenschleim, aber andere Komponenten hat. Und zwar ist es von Mixtoon das Bean Essence. Der Hauptinhaltsstoff ist fermentierte Sojabohnenextrakt. Und der Fermentierungsprozess hat zwei Vorteile. Erstmal ist es eine höhere Bioverfügbarkeit, das heißt, es wird viel, viel besser vom Körper aufgenommen. Und zweitens erhöht es auch die Wirksamkeit des jeweiligen Inhaltsstoffes, also in dem Fall des Sojabohnenextraktes. Und was das Soja so interessant macht, ist, dass es vor allen Dingen reich an Antioxidantien ist. Denn es schützt eben vor diesem oxidativen Stress, UV-Strahlen, freie Radikale, Umwelteinflüsse. Es schenkt aber auch ganz viel Feuchtigkeit. Es hilft der Haut bei der Hyperpigmentierung. Es wirkt so ein ganz kleines bisschen auffällt. Tut mir leid, ist gerade eine Wespe reingeflogen. Ja, oh, sie ist wieder rausgeflogen. Habe ich mal gesagt, dass ich hysterisch bin bei Wespen? Ich bin wirklich hysterisch. Ich bin einmal aus einem offenen Cabriolet rausgesprungen, weil mir eine Wespe direkt fast in den Mund geflogen wäre. Und das wäre kein Problem gewesen, wäre ich auf dem Beifahrersitz gewesen. Ich war aber auf dem Fahrersitz und das Auto rollte langsam gegen Kreuzung. Und vorher war ich echt cool Smoothie, ne? So hier, wehende Haare, Sonnenbrille, nichts mehr von cool, ne? Während ich meinem eigenen Auto hinterher rannte. Ganz schlimm. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Es hilft bei Pigmentflecken, weil es sehr aufhellend wirkt. Aber wie gesagt, schenkt es der Haut eben auch ganz, ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Es repariert die Hautschutzbarriere. Je besser die Haut, das ist so wie eine Wohnung, je besser sie verschlossen ist, desto weniger kann man von drinnen klauen. Und das ist bei einer Hautschutzbarriere ähnlich. Du willst sie eben schön intakt haben, damit sie auch nicht unter diesem transdermalen Wasserverlust leidet. Das bedeutet, ja, wenn sie so brüchig ist, dann verliert sie zu viel Feuchtigkeit und das ist das, was die Haut dann trocken macht. Da hilft der Sojabohnenextrakt auch enorm. Und durch den Fermentierungsprozess entstehen eben auch Peptide, Aminosäuren, die auch nochmal das Signal an den Körper geben, Kollagen zu produzieren. Es reguliert aber auch noch mal ganz toll die Talgproduktion, gerade für die zu Pickelchen und Akne und so weiter neigen oder zu sehr fettiger Haut neigen, dann ist eben eine Regulierung der Talgproduktion super. Das Ergebnis soll im besten Fall sein, weniger Falten, weniger Trockenheitsfältchen, eine prallere, tollere Haut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das sogar noch besser als das von COSRX. Bei COSRX, ich habe den Hype nie so richtig verstanden, weil ich immer gedacht habe, das ist ein gutes Produkt, ich mag das, aber es hat bei mir nie so richtig den Langzeiteffekt gehabt. Und wenn ich neue Produkte teste, fange ich tatsächlich erstmal mit der Hautoberfläche meiner Hand an und schaue, wie das Produkt alleine performt. Und erst dann mache ich das dann auf mein Gesicht und schaue eben, habe ich in einer Stunde was davon oder ist das einfach so weg? Natürlich hast du bei einem Toner, der ist ja dafür gedacht, schnell einzuziehen. Aber bei einem Serum, wo die meisten Wirkstoffe ja in deiner Routine enthalten sein sollten, in Serien, Ampullen, ist ja da, wo das Hauptaugenmerk der Wirkstoffe drauf liegt, da möchte ich, dass ich ein bisschen mit länger was davon habe. Und das hatte ich bei COSRX nicht. Das habe ich bei dem. Es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Alle sind auch noch ganz heiß auf den Toner. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das ist der, den du in der Routine sozusagen nach dem Toner aufträgst. Gesicht waschen, dann machst du deinen Toner und dann machst du das Serum. Interessanterweise, ich liebe ja Dr. Drainer, das ist in Amerika eine Dermatologin. Und die hat das genau andersrum, die hat die beiden auch miteinander verglichen und genau andersrum empfunden. Sie fand das COSRX noch ein bisschen besser. So gehen die Meinungen auseinander. Bei mir hat Mixtoon die Nase vorn. Es ist ein Serum, was sich auch ganz toll übrigens mit anderen Serien kombinieren lässt, denn zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich immer zwei oder manchmal sogar drei Serien nehme, weil hier ist zum Beispiel dieser Sojabohnenextrakt etwas, was ich ganz interessant finde, aber ich kann meistens auf Bipollen nicht verzichten und dann habe ich noch etwas anderes entdeckt, was ich so sensationell finde und dann stehe ich da manchmal, es ist wie in so einem Schuhladen, da habe ich auch manchmal so, dass ich so zwei Schuhe mich nicht entscheiden kann und wisst ihr, was ich dann mache? Entweder nehme ich gar keinen der beiden oder ich nehme beide. Und das mache ich mit dem Serum eben auch. Dann stehe ich abends davor und denke so, du oder du, oh, ist doch fies, wenn ich den jetzt nicht nehme. Dann nehme ich alle drei. So, kommen wir zum nächsten. Für das nächste Produkt, ne, habe ich fast zwei Seiten aufgeschrieben. Ich bin da, weil ich so viel recherchiert habe und das so toll fand. Es ist wirklich meine Neuentdeckung des Jahres. Und ich habe es, glaube ich, das erste Mal schon auf meiner Hand, wie ich eben gerade gesagt hatte, ausprobiert und bin sofort an meinen Computer gegangen und habe mir drei Pullen bestellt, weil ich gedacht habe, dass das ausverkauft ist.
Und zwar ist das von einer Marke, wo ich mir jetzt auch noch was anderes bestellt habe, und zwar eine Cushion Foundation von Tiertier. Die klicke ich euch mal ein. Ist noch nicht angekommen, aber das muss eine sein, die endlich mal in meiner Farbpalette überhaupt was hat, weil die asiatischen Cushion Foundation immer sehr, 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 sehr hell sind. Und die, also es ist auch eines dieser Produkte ist, die total viral gegangen sind. Wenn es da ist, ich es ausprobiert habe und ich es gut finde, dann stelle ich es euch vor. Aber die haben ein anderes Produkt eben rausgebracht, Tiertier, und das nennt sich Keramic Milk Ampoule. Erstmal erinnerte mich das Packaging an die ersten Anfänge von La Prairie. Dieses Weiß und Silber sieht sehr, sehr edel aus. Ich mag es sehr gerne. 40 ml für ein Serum ist auch großzügig. Und dann hat es eine Konsistenz, die mich umgehauen hat. Und wo ich im ersten Moment wirklich dachte, kann das mein Bipollen tatsächlich Konkurrenz machen? Denn es ist das, was meines Erachtens meiner trockenen Haut und ich, die auf der Suche nach Slow Aging ist, total gut getan hat. Es ist ein Produkt, es ist auch ein bisschen milchig auf, wenn ihr so wollt, ja. Und im ersten Moment läuft es so runter und ihr denkt, oh, das ist mir zu flüssig. Aber dann beim Verteilen, und es ist so schade, dass es sich nicht so richtig transportiert, merkt ihr sofort, was für ein Bums dieses Serum hat. Es besteht tatsächlich aus drei Schichten. Es ist ein 3-in-1-Serum sozusagen. Du hast unten einen veganen Milchkomplex. Das ist übrigens ein veganes Produkt per se, ne? Das muss ich auch immer dazu sagen, weil ich immer vergesse, dass es ganz viele gibt, für die das sehr wichtig ist. Es ist ein veganes Produkt. Unten hast du eben diese vegane Milchschicht. Dann kommt eine Schicht Essence oder Essence. Und ganz oben hast du eine Ölschicht. Die Öle, die hierin vereint sind, ist einmal Avocadoöl, Kokosöl. Das ist auch wichtig, weil einige das nicht so toll finden. Ich finde es super. Es tut der Haut unglaublich gut. Es nährt sie, es schenkt ihr sehr viel Feuchtigkeit. Avocadoöl habe ich schon gesagt, Kokosöl, Reiskleeöl, Mandelöl, nochmal Sojabohnenextrakt. Wir haben aber auch Haferextrakt. Und das ist ganz, ganz toll, wenn du eine übermäßige Teigproduktion hast. Das ist auch nochmal sehr wundheilend und entzündungsreduzierend, antibakteriell. Hafer in einem Produkt ist wirklich ganz toll. Und gerade auch, wenn du so viele Ölkomponenten darin hast und du vielleicht Angst hast, okay, das tut meiner vielleicht ohnehin fettigen Haut nicht gut, dann hilft dieser Hafer eben, diese übermäßige Teigproduktion nochmal auch zu regulieren. Wir haben aber auch noch Ceramide und Squalene, nochmal zwei Komponente, die sich um die Hautschutzbarriere kümmern, ganz, 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 ganz viel Feuchtigkeit spenden. Wenn ich sage Ceramide, dann meine ich, es hat ein 6-fach-Ceramide-Komplex, und das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsinhaltsstoffe, Ceramide, weil es, ja, habe ich ja eben gesagt, für mich das Wichtigste ist, eine gesunde, intakte Hautschutzbarriere zu haben. Du kannst die tollsten Inhaltsstoffe haben und die teuersten Cremes kaufen. Wenn deine Hautschutzbarriere nicht vernünftig ist, dann ist das, verpufft das und vaporisiert das. Sie haben in diesem Produkt vereint zwei Patente angemeldet. Und zwar einmal ist es ein Avocado-Peptid-Komplex, den haben sie zum Patent angemeldet. Und ein Phytoaminosäurekomplex, den haben sie auch zum Patent angemeldet. Ich muss mal gucken, ob ich euch das einklicke oder ob ihr es mir einfach auch glaubt. Es ist ein sehr innovatives Produkt. Ich habe sowas in der Konsistenz auch noch nie gesehen und noch nie auf meiner Haut gehabt. Es tut ganz, 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 ganz viel für meine Haut. Und das ist ein Produkt, was ich tatsächlich nicht nur abends benutze, sondern was ich auch morgens vor dem Make-up benutze, wenn ich mich schminke. Das ist das, wo ich das Gefühl habe, dass das Make-up hat so richtig was, woran es sich festhalten kann. Ich muss zugeben, du musst ein bisschen mehr abpudern am Anfang. Hast du es einmal gemacht, ist gerade bei uns, die so ein bisschen, sag ich mal, die reifere Haut haben, ja das Problem, dass über den Tag du eher wieder zu Trockenheitsfältchen neigst. Das heißt, ich kann nicht so viel Puder nehmen. Ich kann nicht 100-mal nachpudern, aber ich will etwas haben, wo darunter meine Haut so schön gesund und leuchtend. So ein bisschen so wie jetzt. Ich habe das jetzt da drunter. Ne? Ich habe mich einmal abgepudert, aber ich will ja auch nicht abgepudert aussehen. Das gibt mir den tollen Glow, diesen Glass-Skin-Effekt. Das ist übrigens, wenn ihr das mal googelt auf YouTube oder auch bei TikTok, wo das ja wahnsinnig viral gegangen ist, ist das Produkt, von dem sie sagen, willst du diesen Glass-Skin-Effekt, dann musst du das benutzen. Ich bin so begeistert von diesem Produkt, dass ich auch danach sofort zum Computer gegangen bin und den Toner bestellt habe. Es gibt einen Abschminkbalm noch, der soll auch super sein. Und so ein Enzym-Powder-Wash, das habe ich mir auch noch bestellt. Ich werde das auch mal ausprobieren. Häufig ist es ja so, du hast
ein Produkt, was du ganz toll findest, dann musst du nicht zwangsläufig alle anderen auch super finden. Obwohl bei Hadalabo ist es so. Da finde ich, glaube ich, alles super, was sie machen. Aber es ist ein sensationelles Produkt. Alle Infos übrigens und alle Links packe ich euch unten in die Infobox. Ich habe ganz viele Produkte diesmal bei Stylevana bestellt. Ich habe bei Stylevana auch einen Code. Wenn ihr ihn hier nicht seht, dann ist er unten in der Infobox. Dann müsst ihr euch die Infobox angucken. Kommen wir zum nächsten Produkt. Ich werde so oft gefragt, Jasmina, du hast 2 oder 3 dedicated Retinol-Videos gemacht, aber du hast kein einziges koreanisches Produkt vorgestellt. Ja, genau, bei den Koreanern ist Retinol gar nicht so bekannt, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, beliebt, das stimmt gar nicht. Sie haben einfach andere Inhaltsstoffe, weil sie auch eine andere Tradition haben. Sie kommen ja sehr aus der Medizin und Retinol ist per se ein synthetisch hergestelltes Produkt. Jetzt haben sie aber etwas, oder sie haben schon 2, 3 Produkte und ich glaube jetzt in den letzten 1, 2 Jahren ist auch ein bisschen mehr auf den Markt gekommen. Aber das, was am populärsten ist, von einer Marke, der ich auch sehr vertraue, ist von Innisfree, ist das Retinol Seeker Repair Ampoule. Die große Problematik bei dem Produkt war, überhaupt herauszufinden, was für eine Konzentration an Retinol das hatte. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Dann hatte ich irgendwann mal gesehen, das hat irgendwie 500 UI, also oder EU, International Units, und das ist in der Umrechnung 0,015% Retinol. Damit macht es das zu einem perfekten Einsteigerprodukt meines Erachtens, denn es ist eine sehr niedrige Konzentration. Hier in Deutschland würde ich immer sagen, man sollte mit 0,25 beginnen, um dann auf 0,5, und Paula's Choice endet, glaube ich, bei 1%. Ich habe ja immer gesagt, frei verkäuflich, ohne Verschreibung oder ohne verschreibungspflichtig zu sein, bekommst du Retinol in Deutschland bis zu 1%. Alles darüber muss eben verschrieben werden. Also mit einer Potenzierung von 0,015 ist das wirklich ein sehr sanftes Produkt. Es hat auch noch darin vereint Seeker, und das ist auch ganz toll, wie gesagt, für Leute, oder auch Leute, die sehr, sehr sensibel sind und sagen, ich möchte gerne Retinol benutzen, weil ich verstanden habe, dass das der Goldstandard ist im Anti-Aging-Sektor. Allerdings habe ich eine so sensible Haut. Dann seid ihr mit dem Produkt ganz toll bedient durch eben die Seeker-Komponente beziehungsweise sogar durch die Madecassoside. Das ist das ist eigentlich der potenteste Teil der Tigergraspflanze. Sehr entzündungshemmend, sehr hautberuhigend, sehr wundheilungsfördernd, sehr hautberuhigend vor allen Dingen. Damit heilt das vor allen Dingen eventuelle Nebenwirkungen des Retinols, was ich nicht glaube, was in dieser Potenzierung passieren könnte, eben weil es sehr, sehr niedrig dosiert ist. Allerdings gibt es auch eben Menschen, die auf alles reagieren. Und gerade die sind eben auf der Suche nach der kleinsten Potenzierung und der wundheilungsförderndsten anderen Inhaltsstoffe darin. Wir haben hier noch Niacinamide. Auch Niacinamide hat ein ganz großes Spektrum, Wirkspektrum, eben aber auch ein ganz kleines bisschen peelend, schützt vor freien Radikalen, tut ganz viel auf dem Anti-Aging-Sektor. Hyaluron haben wir noch, niedermolekulare, die wirklich schön tief in die Haut eindringen kann, und Ceramide. Die Ceramide, Seeker und das Retinol wurde in liposomaler Form miteinander vereint. Auch das erhöht nochmal die Bioverfügbarkeit. Die Idee ist, dass es in so einer Fettschicht eingekreist ist und erst sozusagen seine volle Wirkung entfaltet, wenn es am Ursprung oder am Destinationsort angekommen ist. Ob das tatsächlich immer so funktioniert, weiß ich nicht. Das ist aber die Idee dahinter. Und aber was ich versprechen kann, ist, dass die liposomale Form es auch nochmal sehr viel verträglicher macht für die ganz sensiblen Leute. Wie gesagt, ein tolles Produkt. Ich packe euch auch den Link unten rein für alle Anfänger und alle Sensibelchen da draußen. Kommen wir zum nächsten. Das folgende Produkt ist übrigens auch ein veganes Produkt. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Leute mich gefragt haben, ob ich das mal testen kann. Es ist von Haru Haru Wonder die Centella Phyto und 5 Peptide Concentrate Cream. Die sieht so aus. Ich möchte ein Alleinstellungsmerkmal dieser Creme sofort sagen. Es ist in der Tat ein bisschen wenig drin, finde ich, mit 30 Millilitern. Aber, und das finde ich wiederum toll, nicht nur vegan, sondern sie haben sich auch, was die Umwelt betrifft, ein bisschen was überlegt. Denn es ist auszutauschen, so,
Das heißt, das kannst du nachbestellen. Es ist eine Nachfüllpackung. Du hast weiterhin deine schöne Dose, die auch wirklich gut wieder zu verschließen ist. Und du hast ein bisschen was für die Umwelt getan. Es ist, ich werfe es gleich mal in den Ring, auch einer der besten Cremes, die ich in diesem Jahr ausprobiert habe. Ich sage euch, die Ausbeute dieser Bestellung ist enorm gewesen. Und nochmal, manchmal ist da schon was dabei, wenn irgendein Produkt viral geht. Was ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Creme? Es soll erstmal ein Dupe sein für eine Creme, die ich gar nicht kenne, und zwar von Biosense, die Omega Creme. Kostet, glaube ich, das Fünffache dieser Creme, und wenn man die beiden Inhaltsstoffe miteinander vergleicht, sind sehr, sehr, sehr viele Übereinstimmungen. Ich würde tatsächlich aber noch sagen, dass hier noch 2-3 Komponenten mehr drin sind, die sogar, was die Creme meines Erachtens noch wertvoller macht als die von Biosense. Am Ende weißt du natürlich immer nicht, in welcher Potenzierung die verschiedenen Inhaltsstoffe drin sind, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, was ich schon mal gesagt habe. Je weiter unten in der Inhaltsstoffliste ein Wirkstoff steht, desto weniger potent ist er erhalten. Ganz oben ist das, was am meisten in dieser Creme enthalten ist. Es ist ein Komplex aus 5 verschiedenen Peptiden. Wir haben hier einmal Copperpeptide. Das schützt die Zellen und fördert das Slow Aging der Zellen. Also sorgt dafür, dass sie sich nicht so schnell abnutzt. Acetylhexapeptide 8 ist etwas, was vor allen Dingen gut ist, die kleinen Falten zu reduzieren. Die Haut wirkt straffer, gibt ein bisschen mehr Elastizität. Wir haben Oligopeptide, deren Aufgabe das vor allen Dingen ist, die Schäden, die von der Sonne angerichtet worden sind, wieder zu regulieren, sag ich mal, ein bisschen weniger sichtbar zu machen. Palmitoyl Pentapeptide ist etwas, was in der Kosmetik bekannt ist als etwas, was denselben Effekt haben soll wie Botox. Dieser ganze Komplex ist in dieser Creme vereint und ich glaube, sie tut wirklich exakt das, was auch der Hersteller angibt, was sie tut. Es ist so, also ich habe ja die Barcreme, die ich in den letzten Monaten immer benutze, wo ich jetzt schon die 8. Tube habe. Das mag ich aber unglaublich gut im Wechsel oder unglaublich gerne im Wechsel benutzen, weil diese Creme, die ist einfach toll. Was soll ich euch sagen? Die ist einfach wirklich super. Sie schenkt mir viel Feuchtigkeit. Wenn ich am nächsten Morgen aufwache, habe ich noch was dabei. Es ist eine, die ich nie wieder, glaube ich, aus meinem Sortiment rausnehmen werde. Und ich, das ist interessant, dass ich das, interessant, dass ich das sage. Jasmina, du bist so interessant. Aber mir ist vorhin, ich hole das jetzt mal. Sekunde. Ich habe nämlich ein Produkt letztens in meinem Badezimmer entdeckt, weil ich so angeguckt habe und gedacht habe, nee, du kommst weg. Weil ehrlich gesagt hast du mich am Ende doch nicht überzeugt. Ich hatte es euch mal vorgestellt und all die Inhaltsstoffe vorgestellt und auch gesagt, dass das für Leute sind, die so einen leichten Toner brauchen. Aber eigentlich mag ich den Toner nicht. Und das wollte ich auch mal sagen, damit auch nicht der Eindruck entsteht, ich finde irgendwie alles toll. Das ist von Nambusin. Das ist der Super Glowy Essence Nummer 3. Ich mag den nicht. Deshalb kommt er bei mir weg. So. Ich bin Gangster, oder? Habe ich einfach mal aussortiert aus meinem Badezimmer. Wahnsinn. Machen wir weiter mit der Creme, weil die hat noch ganz viele tolle andere Eigenschaften. Wir haben hier noch hydrolysiertes Erbsenprotein und das fungiert als Stammzellenprotektor. Alles, was meine Zellen schützt, ist mir sehr willkommen. Das ist ja meine große Reise im Moment, von der ich glaube, dass wir dann länger gesund bleiben, indem wir zusehen, dass wir unsere Erbsen schützen, dass wir unsere Zellen schützen. Und hydrolysierte Sojabohnenextrakt, habe ich euch eben gesagt, wie viele Benefits das hat. Wir haben hier noch Koffein drin, wirkt abschwellend, reduziert auch nochmal die Augenringe, wenn ihr eben auf eine Augencreme verzichten wollt. Es hat auch nochmal so einen aufhellenden Effekt in der Haut. Squalene, das schützt unsere Hautbarriere, repariert sie, wenn es vonnöten ist. Adenosin, eine Aminosäure, die unsere Haut auch nochmal elastischer macht, auch nochmal Feuchtigkeit spendet. Hier haben sie wirklich alles reingepackt, was Falten reduziert und Feuchtigkeit schenkt. Und das ist im Prinzip genau das, wonach ich suche. Und um sich nochmal ganz beliebt zu machen bei mir, Madecassoside und Ceramide, sehr hoch potenziert, ist ganz oben in der Inhaltsstoffliste. Ich liebe diese Creme. Ich sage euch, einziges Manko ist, dass es nur 30 Milliliter sind und ich eigentlich von den Asiaten gewohnt bin, dass sie ein bisschen mehr reinpacken. Aber die Creme an sich ist sensationell. Und auch die packe ich euch unten rein. Kommen wir zum nächsten. Das nächste Produkt ist ohne Witz das Nummer 1 Bestselling Product seit 6 Monaten in Korea. Und das weiß ich, denn ich war in den letzten 6 Monaten in Korea. Ich habe versucht, das Produkt zu bekommen und es war bei 4 oder 5 Olive Youngs
komplett ausverkauft. Und das mag was heißen, weil die haben eine ganze Wand, wo ja nur Masken sind. Und da habe ich sie jedes Mal gesucht und sie waren jedes Mal ausverkauft. Es ist die Maske von Biodance, das sieht so aus. Und das ist eine Kollagenmaske. Und ich weiß auch nicht, oder habe damals nicht verstanden, was ist denn so Besonderes an dieser Maske? Nochmal, da waren ja andere Kollagenmasken, die man hätte kaufen können. Hat keiner gekauft, ich auch nicht. Weil ich wollte unbedingt die haben, weil ich mich gefragt habe, warum? Was ist das Spezielle an dieser Creme? Ich muss mal gucken, ob ich euch ein Foto einklinke von der, als ich sie das erste Mal getragen habe. Es ist im Urzustand eine weiße Maske, die aus zwei Teilen besteht. Und das Erste, was mir sofort, bevor ich irgendetwas zu der Wirkung sage, sofort aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es super gut sitzt. Also du hast ja manchmal Masken, wo du weißt, okay, da kannst du jetzt nicht in der Küche aufräumen oder sonst was damit machen, sondern musst du dich da deine halbe Stunde oder 20 Minuten aufs Sofa legen. Die, es ist fast wie so ein Ansaugeffekt. Die liegt wirklich ganz toll auf der Haut. Und das ist auch besser so, denn das ist eine Creme, Obacht, die soll mindestens 4 Stunden auf dem Gesicht sein, wenn nicht sogar über Nacht. Und der Trend ist, das habe ich ganz oft gesehen, dass wenn Leute so einen Langstreckenflug haben, dass sie es einfach drauf machen während des ganzen Fluges und dann, wenn sie rauskommen, einfach Bombe aussehen. Ich möchte gleich vorweg schicken, es ist tatsächlich so, dass diese Kollagenmaske einen spektakulären Soforteffekt hat. Ne? Also da ist kein Rütteln dran. Jeder, der diese Maske, ich möchte auch bitte, dass, wenn ihr fertig seid, erst mit dem Video bitte, dass ihr euch dann anguckt, was andere, die diese Maske ausprobiert haben, dazu sagen. Vor allen Dingen diesen Vorher und Nachher. Es gibt nämlich viele, die euch den Gefallen getan haben und wirklich diese 8 Stunden die Maske gehabt haben und du siehst einen Vorher-Nachher-Effekt, der wirklich ganz, ganz toll ist. Ich möchte nochmal betonen, du kannst dir 8 Stunden lang die Kollagenmaske aufs Gesicht machen. Das Kollagen wird jetzt nicht dadurch ganz tief in deine Haut eindringen, aber es wird, wenn du Glück hast, deine Kollagenneusynthese ein wenig anregen. Aber was es vor allen Dingen macht, ist, es legt sich auf deine oberste Hautschicht und das macht wirklich was. Diese ganz kleinen Trockenheitsfältchen und die unter den Augen waren sofort weg. Das ist die Maske, die ich jetzt immer vor Veranstaltungen benutze. Und ich bin sehr, sehr glücklich, weil ich so oft, ja, auf so einem Red Carpet hast du Licht von oben, Licht von da. Du siehst manchmal aus, als wärst du 120. Bist du noch gar nicht. Und du sahst vor deinem eigenen Spiegel so toll aus. Diese Maske vorher angewandt, egal von wo das Licht kommt, diese Trockenheitsfältchen unter den Augen habe ich da nicht. Ich liebe sie. Was haben wir außer Kollagen hier drin? Wir haben Galactomyces. Das ist etwas, das ist fermentierter Hefeextrakt. Wirkt sehr aufhellend, entzündungshemmend, sehr talgregulierend. Also ihr seht wirklich aus, als wärt ihr sehr durchfeuchtet, aber jegliche Überproduktion im Talg, und bei mir ist es in der T-Zone vor allen Dingen, ist zumindest für eine gewisse Zeit komplett weg. Und das fand ich wirklich toll, weil das ist das, wo ich mich manchmal ein bisschen schwer tue. Ich kann nicht so viel pudern, aber hier in der T-Zone brauche ich eigentlich immer ein bisschen Puder. Wenn ich vorher diese Maske gemacht habe, brauche ich das tatsächlich, ich würde sagen, 1,5-2 Tage gar nicht mehr. Es ist wirklich signifikant irgendwas mit meiner Talgproduktion passiert. Wir haben noch Oligohyaluron, das ist, ich habe euch ja mal gesagt, es gibt das hochmolekulare und das niedermolekulare Hyaluron, das hat was mit den Molekülgrößen zu tun. Hochmolekular sind große Molekülgrößen, das legt sich eher auf die Haut für den Soforteffekt. Die niedermolekulare Hyaluronsäure ist ganz klein und dringt tiefer. Und die Oligo ist die kleinste Molekülgröße. Und die Idee ist da natürlich, dass sie dadurch, dass sie so klein ist, möglichst in die ganz tiefen Hautschichten unten eindringen kann. Vogue hat diese Maske übrigens getestet im Juli oder so. Ich lese die Vogue normalerweise nicht, ist mir zu teuer und liegt selten irgendwo rum. Aber tatsächlich lag sie im Urlaub rum und da hatte ich auch witzigerweise gesehen, dass die Vogue das getestet hat. Eher selten, dass in Deutschland, die meisten sind ja noch nicht so überzeugt. Ich glaube, der Trend der asiatischen Kosmetik ist noch nicht so hier in Deutschland angekommen, wie ich es mir wünsche. Ich verstehe es nicht, weil eigentlich müsste es ein ganzes Kaufhaus geben, nur mit koreanischer Kosmetik, eben weil sie so sensationelle Produkte hat zu einem ganz kleinen Preis. Egal, zurück zu dem, die Frau, die das bei der Vogue getestet hat, war auch hin und weg. Wie gesagt, es ist ein tolles Produkt, es ist ein Produkt für einen Soforteffekt, es macht Spaß.
Ich kann nicht mit Masken schlafen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das macht mich immer irre. Ich bin vor allen Dingen auch kein Rückenschläfer. Irgendwann drehe ich mich auf die Seite. Allerdings fällt mir gerade ein, ich habe euch ja mal eine Maske vorgestellt. Das ist gar keine Maske. Bei Amazon so ein Silikonteil, das macht man eben über Masken, über Tuchmasken oder eben in dem Fall Kollagenmasken, damit die nicht verrutscht, wisst ihr? Und das könnte man ja mal machen, weil dann kannst du ja auch wiederum auf dem Kopfkissen schlafen. Ich bin so schlau, oder? Das mache ich mal. So, das war's. Ich habe mich, glaube ich, heute mal an die Zeit gehalten. Beim Nahrungsergänzungsmittel-Video war ich auch sehr froh. Es waren am Ende, glaube ich, nur 28 Minuten. Und wisst ihr warum? Weil ich ungefähr 20 Minuten weggeschnitten habe. Ich konnte mir beim Labern nicht mehr zuhören. Es war einfach zu viel. Aber ich freue mich trotzdem. Viele Leute haben mir die Rückmeldung gegeben, dass sie sehr dankbar für das Video waren. Das freut mich, weil es ist im Moment mein großes Thema, aber es muss ja nicht unbedingt euer sein. Aber dass ihr euch dafür interessiert habt, dafür bedanke ich mich. So, das war's, Mädels. Bis nächste Woche. Fühlt euch geküsst und gedrückt. Bis dann. Ciao, ciao. Jetzt wieder zur Schule. Genau, die hat 3 Stunden frei gehabt. 3 Stunden und ist nach Hause gekommen und hast sich gerade was zu essen gemacht. Was hast du dir gemacht? Ich habe mir Chicken Alfredo gemacht. Ist die Küche wieder aufgeräumt? Ja. Dein Aufräumen oder mein Aufräumen? Ich hoffe deins. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt zwar schon Englisch und dann 2 Stunden Philosophie. Willst du mich abholen? Wann denn? Um 18 Uhr. Hole ich dich ab. Danke, Mama. Tschüss, mein Schatz. Bis gleich, ne? Tschüss.